Ja, servus und meine neuen Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade eben zu Hause losgelaufen und bin gerade auf dem Marsch zum Bahnhof zu Fuß. Es ist ungefähr 5 Uhr und heute geht's in die Alpen wieder zum Bergsteigen. Ja, vorhin bin ich eben noch im Halbdunkeln hier losgelaufen, gegen 4.30 Uhr aufgestanden. Und es gibt nur einen kleinen Haken an der Sache, und zwar geht der Zug in relativ kurzer Zeit und ich muss noch den ganzen Weg zum Bahnhof laufen. Also hoffentlich wird das was hier, sonst wäre es nämlich echt schade. Ja, Ampeln sind noch ausgeschalten, sonst auch alles leer hier, ganz wenige Autos unterwegs. So, jetzt kann man hier mal ohne Ampel über die Straße gehen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich rechtzeitig im Bahnhof bin. Hoffentlich schaffen wir es am Bahnhof. Jetzt schnell zum Gleis. So, hier sieht man jetzt mal an der Tafel die Route. Hier ist natürlich jetzt Corona-bedingt alles geschlossen. Und jetzt sind wir im Prinzip hier hochgefahren. Hier zur Talstation.
dann führt die Route hier im Prinzip hoch, hier längs, hier rum, hier rauf zur Bergstation von der Kreuzeckbahn aufs Kreuzeck und Kreuzeckhaus, dann hier zur Hochalm rauf und dann im Prinzip hier auf den Gipfel und dann eben wieder runter. Es wäre also hier, ja, es dauert circa 5 Stunden One Way, also 10 insgesamt, hoffe ich mal, dass ich das schaffe in der vorgegebenen Zeit. Und wenn nicht, schauen wir mal, was wir hier sonst machen. Gut, dann warte ich jetzt auch nicht lange und gehe mal direkt los. Hier startet im Prinzip der Weg hier direkt an der Talstation. Aber jetzt kann man hier mal die Zeit genießen, dass es im Prinzip einfach nichts los ist. Sonst ist hier alles voller Leute. Und ja, wie man schon gesehen hat, ist auf der Alpspitze und Zugspitze noch Schnee. Aber auf dem Osterfelderkopf dürfte im Prinzip nichts mehr liegen. Vielleicht vereinzelt Schneefelder. Das sehen wir dann so im Bereich der Hochalm. Aber eigentlich dürfte fast alles hier schneefrei sein und gut zu begehen. Ja, dort drüben ist die Talstation von der Kreuzeckbahn. Ist natürlich im Winter hier sehr stark genutzt. Und hier startet der Weg. So, das hier ist jetzt die Hausbergbahn. Ist nämlich jetzt mittlerweile sozusagen, ja, im Prinzip Richtung Nordosten gegangen und hier ist, glaube ich, so, weiter geht's. Jetzt sind wir schon kurz vor dem Hausberg. Hier auf den blauen Bergweg rauf. Der Weg ist wenigstens ein bisschen interessanter geworden, aber dann kommt dann auch gleich wieder die Forststraße im Anschluss. Gut, weiter geht's. Die Aussicht wird schon immer besser. Wir steigen eben immer höher hier. Jetzt kurz vorm Hausberg. Das ist ein Ziel sozusagen für heute. So, ich habe mir jetzt schon eine richtig schöne Aussicht. Gerade hier durch die Skipiste habe ich mal ein bisschen mehr Blick. Hier die Bergkette, dort die Grenze zu Österreich, hier der Eissee. Und dann das ist jetzt der kleine Wachsenstein. Der große Wachsenstein ist der Hilf, der sich mal von oben. Auf jeden Fall hier schon mal
Ausblick. Die geht ja weg am Berg. So, das ist jetzt hier die Trögelhütte auf 1436 Meter. Hier ist schon der erste Schnee, die ersten Schneefelder zu sehen. Das ist auch erst Ende Mai. Hier natürlich in sehr schöner Aussichtslage. Ja, also es waren jetzt schon circa knapp 700 Kilometer. Und also 500 ungefähr sind es jetzt noch. Das ist ja schon mal gut. Hier blüht der Enzian sehr viel. Gut zu sehen. So, das Ding hier ist eine Schneebar im Winter hier beim Skifahren. Im Sommer ist nicht so der Burner, nicht so spektakulär, aber die Aussicht passt wenigstens hier. Also das ist echt schön. So, wo ich jetzt hier stehe, das ist sozusagen hier so eine Art kleiner Gipfel. Das ist Sauwankel, eigentlich nicht sehr bekannt, ist einfach so ein Mitnahmegipfel hier. Aber die Aussicht passt wenigstens. Jetzt also, die nächste Station ist das Kreuzeck hier auf dem Wanderweg. Das war jetzt hier nur so ein kleiner Abstecher, im Prinzip über die Wiese. Und hier sieht man auch den gelben oder ungarischen Enzian. Eine seltene geschützte Enzianart. Blüht natürlich jetzt hier noch nicht, dazu ist es noch zu früh im Jahr. Dahinter jetzt hier Binse, das ist also hier eine feuchte Almwiese im Prinzip. Und ja, also es war ja noch sehr zugezogen und bewölkt, als ich losgezogen bin, und jetzt heitert es sich immer mehr auf. Also auf dem Osterfelder und vom Kreuzeck aus haben wir dann hoffentlich spektakuläre Aussichten zur Zugspitze und Alpspitze rüber. Da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Das muss ich hier nur noch schaffen, durch diese Matsche hier durchzukommen. Ja, die Kühe alles angestellt haben. Hoffentlich fällt jetzt hier die Kamera auch nicht rein. Ah, geschafft. Gut, dann also hier mal weiter. So, hier habe ich nochmal einen blühenden Enzian gefunden. Sehr schön hier im Mai. Blüht also doch recht früh. Aber auf jeden Fall schön hier. So, hier geht es jetzt rauf auf das Kreuzjoch. Hier, was hier links im Prinzip sein müsste. Danach dann weiter über die Kreuzalm zum Kreuzeck. Und dann noch weiter zur Hochalm. Von dort dann auf den Osterfelder. Ach, je höher man gelangt, umso besser wird die Aussicht. Hier drüben jetzt der Eckbauer zu sehen. Dann hier das Rheintal. Dort oben dürfte dann schon das Kreuzjoch sein. So. Jetzt sind wir hier am Gipfel des Kreuzjoch angekommen. Das ist hier. Natürlich hier mit der Bergstation vom Kandahar Express, jetzt hier auf 1700 Metern schon. Hier hat man natürlich jetzt auf Garmisch den Eckbauer und Wamberg hier eine gute Aussicht. Auf der anderen Seite die Wank gut zu sehen. Hier hinten sogar ganz am Ende den Starnberger See schon. Hier liegt der Hausberg. Da kommen wir wahrscheinlich auf dem Rückweg nochmal vorbei. Dort der Bahnhof von Garmisch, dahinter Partenkirchen und Fachrand. Und natürlich die Aussicht auf der anderen Seite auch echt sehr gut. Hier hinten dürfte die Meilerhütte ungefähr sein, mit der Leutascher Dreitorspitze. Dann hier die Wannerkette. Und dann natürlich hier die Alpspitze, noch eingeschneit. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal eine ganz gute Aussicht haben vom Kreuzeck und vom Osterfelder. Wenn es sich nämlich auch hier schon ein bisschen zugezogen hat. Aber die Aussicht hier ist auf jeden Fall noch sehr gut, vor allem weil es so früh im Jahr ist mit dem Schnee noch. Das hat sich auf jeden Fall also hier schon mal gelohnt. Und knapp, ja, etwas über 2 Stunden bin ich jetzt schon hier unterwegs. Und das war jetzt ungefähr genau knapp 1000 Höhenmeter. Genau. So, hier geht es natürlich jetzt hier recht steil runter, da bleiben wir mal lieber weg von der Kante. Dafür aber hier sehr gut zu sehen, Alpspitze, das hier dürfte, genau, da sieht man den Höllentorkopf und davor den Osterfelderkopf.
und in die Richtung ist dann das Stulbental mit dem Bernhardinkopf und den schönen Gängen hier und dort unten. Nach hinten dann das Rheintal hin im Prinzip. Ja, hier ist der Weg jetzt nochmal etwas schmaler, aber hier auch nicht absturzgefährdet, also sehr gut hier zu begehen. So, hier ist jetzt offenbar das Kreuzjagdhaus, wahrscheinlich. Hier unten im Prinzip der Blick runter ins Bodenlandetal, der Osterfelder, die Alpspitze und eben hier die Hochwanderkette mit der Grenze zu Tirol, zu Österreich. Und ja, jetzt geht es hier wieder weiter auf dem Weg zur Kreuzalm und dann zum Kreuzeck. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr weit bis zum Ziel. So, das ist jetzt hier die Kreuzalm. Dort der Kreuzeck und dort oben der Osterfeller. Hier ist sogar noch die Silberdistel von letztem Jahr. Und treibt dann jetzt auch erst wieder aus für dieses Jahr. Also hier viele wichtige Pflanzenarten kommen vor, wie Enzian, eben auch die Silberdistel. Vielleicht sehen wir noch einen Edelweiß, mal schauen. So, und hier haben wir sogar den stängellosen Enzian. Hier zum Vergleich der sozusagen normale Enzian, Schusternagel, und hier der stängellose oder auch Königsenzian genannt. Blüht also auch hier sehr schön. So, das hier ist jetzt die Bergstation vom Hexenkessellift. Und hier drüben das Kreuzeckhaus, die Kreuzeckbahn-Bergstation. So, jetzt haben wir den Kreuzeck hinter uns gelassen. Jetzt hat man endlich mal hier ein sehr schönes Panorama, statt immer nur dem langweiligen Bergwald. Ja, hier im Prinzip die Alpspitze, sehr schön jetzt, vor allem mit dem Schnee noch am Gipfelbereich. Und ja, die Hochalm und den Osterfelderkopf hat man jetzt hier auch gut im Blick. Zugspitze, leider noch der Gipfel in den Wolken verdeckt. Da schauen wir mal, ob sich das noch was dran ändert. Und auf der rechten Seite sieht man eben den Waxenstein. Und rechts unten das Leusachtal, auf der linken Seite das Rheintal. Also hier schön wandern auf dem Bergrücken. Genau. Ja, und dann hier nochmal eine Skikart vom Garmisch-Klassik-Gebiet. Bringt uns jetzt nicht so viel. Aber eben an diesem Kandahar-Lift hier zum Beispiel waren wir dann hier im Kreuzeck. Dann hier unten ist das Hausberg-Gebiet. Ja, mit der Olympia-Abfahrt auch. Und da der Osterfelder Kopf. Hier nochmal der Rückblick zur Kreuzalm und zum Kreuzjoch. Dann hier Bodenlandetal hier vorne und dahinter das Rheintal. Ja, dort hinten haben wir übrigens das Isartal. Hier mit Kleis dort und den Seen bei Kleis. Dann hier hinter wäre Mittenwald. Und jetzt hier hinter dem Wettersteinzug hier wäre dann Scharnitz und Seefeld in Tirol. Aber eben jetzt mit der geschlossenen Grenze zu Österreich. Deshalb fährt zum Beispiel jetzt die Regionalbahn auch nur nach Mittenwald und die Außerfernbahn nur nach Griesen. Und hier das Leusachtal mit dem Starnberger See im Hintergrund. Und Leusach und Isar münden dann später auch zusammen. Aber hier sind sie eben noch getrennt. Und hier ist der Wanderweg. Genau. Jetzt sind wir hier in der Hochalmbahn. Talstation angelangt. Hier ist auch die Hochalm.
auf 1700 Metern. So, dann hier noch die Primel. Auch noch hier recht zahlreich vertreten. So, jetzt der letzte Abschnitt hier vom Aufstieg von der Hochalm hier, vom Hochalmgebiet auf den Osterfelder Kopf. Das ist Distanz nicht mehr weit. 8 Kilometer. Dauer. Und hier 3 haben wir jetzt meine Stunden. Track-App. 15 Minuten. 26 Sekunden. Tempo. 18 Minuten. 11 Sekunden. Per Kilometer. 1145 Kilokalorien verbraucht. So, hier nochmal sehr schön die Alpspitze zu sehen, dieses Mal aus einem etwas anderen Winkel. Und das ist der Höllentorkopf. Ja, und jetzt ist es hier das letzte Stück vom Weg. Aber jetzt haben wir auch endlich die Baumgrenze erreicht. Noch ein paar Latschen und Birken sind da. Heißt, der Blick ist jetzt auch schön frei. Und es werden natürlich hier noch immer mehr Schneefelder. So, hier ist sogar noch recht viel Schnee übrig geblieben. Hier. Es soll aber sogar, zumindest in den höheren Lagen, so wie man es schon gesehen hat in der Zugspitze und Alpspitze ab so 2400 Meter, auch jetzt erst geschneit haben wir in den letzten Tagen. Also Neuschnee ist auch noch da oben. So, das hier unten sind die Bernhardin-Lüfte. Hier ist jetzt sehr spektakulär die Sicht frei auf den Bernhardin-Kopf hier mit seiner Wand und den schönen Gängen rechts daneben. Hier ist dann jetzt die Bergstation vom Bernhardin-Lift 2. Hier ist tatsächlich doch noch recht viel Restschnee vorhanden. Und dort die Alpspitze zu sehen und dann hier die Bernhardin-Wand. Und in der Mitte, das sind eben die schönen Gänge, wo es auch einen Steig gibt. So, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Jetzt sind wir oben am Gipfel vom Osterfelder auf 2050 Metern Höhe. Ja, das Panorama ist wirklich gut. Man sieht jetzt leider hier hinter dem Höllentorkopf die Zugspitze nicht. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben jetzt hier die Alpspitze, ein richtig guten Panorama. Dann hier hinten, beziehungsweise hier unten das Rheintal, die Wammerkette, der Schachen auf der anderen Seite, die Dreitorspitze mit der Meilerhütte. Dann dort hinten ist Mittenwald, das Isartal, Scharnitz hinter dem Berg, Kleis in die Richtung Garmisch. Und das schauen wir uns dann nachher nochmal von dieser Plattform vom Alpspix aus an.
So, hier ist jetzt das Hopfleitenjoch. Hier rechts ging jetzt im Prinzip der Weg runter ins Höllental. Und hier geht jetzt im Prinzip der Weg für mich weiter auf den Längenfelder Kopf. Von dort dann wieder weiter Richtung Kreuzeckgebiet und dann im Prinzip wieder runter zur Talstation. Das wäre also der Plan. Und jetzt wird erstmal hier nochmal ein bisschen Quellwasser hier getrunken. So, jetzt ist es schon viel später, es ist schon ca. 20 vor 5. Ich bin jetzt hier vom Längenfelder Kopf den ganzen Weg hier übers Kreuzeck, sieht man jetzt dort ganz hinten, runtergekommen und dann hier weiter über die, die Hütte, die wir auch auf dem Aufstieg gewesen sind, hier zum Hausberg. Das ist jetzt der 6. und somit letzte Gipfeltour. Jetzt muss ich nur noch wirklich hasseln. Und mich echt beeilen, dass ich hier rechtzeitig noch nach Garmisch runterkomme und den Zug erwische. Das muss jetzt schnell gehen. Also los. So, nochmal ein Szenenwechsel. Ich bin jetzt hier wieder im Laubwald, im Bergwald angekommen. Vom Hausberg über die Toni-Hütte und Rieser-Hütte jetzt hier zu der historischen Bobbahn über den Riesersee. Und zwar ist das hier die Bobbahn, die gebaut wurde zu den Olympischen Winterspielen 1910 bis 1966 war die im Einsatz. Hier sieht man jetzt zum Beispiel einen Bob und hier ist im Prinzip der Startplatz von der historischen Bobbahn. Aber jetzt stehe ich wirklich unter Zeitdruck, weil wir es sonst nicht mehr nach Garmisch rechtzeitig zum Zug schaffen. Das wäre jetzt sehr ungünstig. Deshalb. So, ich würde sagen, das ist das letzte Mal, dass ich mich melde, bevor ich in den Zug hoffentlich noch rechtzeitig steige. Die Zeit ist nämlich jetzt richtig knapp geworden. Sozusagen jetzt schon eine richtig extreme Lage. Hier ist jedenfalls der Riesersee. Hier kommt im Prinzip die historische Bobbahn und das ist dann die Zielkurve. Und jetzt schnell weiter.